Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Gegenschlag auf Seiten der Alliierten Remastered. Ganz genau. Und wir waren ja beim letzten Mal hier in der 14. Mission tatsächlich vom Add-on. Und wir waren dabei, hier uns unsere Basis aufzubauen. Wir hatten beim letzten Mal ziemlich auf die Fresse gekriegt vom Gegner, weil hier die Ressourcen weg waren. Ganz genau. Aber wir wollen ihm hier den Sammler wegnehmen. Da kommt er schon wieder mit dem Mammutpanzer angeschissen. Okay. Ja, dann fahr das Männchen halt platt. Gummipanzer repariere ich mal. Ganz genau, Leute. Und dann ja, würde ich sagen, wir haben uns hier in einer Materialschlacht haben wir uns hier das Ressourcenfeld gekrallt. Und wir haben jetzt hier unsere Ruhe und können hier sammeln. So. Und am besten hier noch unsere Gummipanzerarmee weiter aufbauen, damit wir die Russen hier unten, ja, die beiden Raketen, sie es platt machen können. Das ist ja das Ziel. Ganz genau. Und ja, heute endlich mal ohne Ventilator im Hintergrund, weil ich habe es ja wahrscheinlich mitbekommen. In den letzten Videos waren ja paar Geräusche im Hintergrund. Jo. Heute nicht mehr, weil das Wetter endlich mal angenehm geworden ist. Das Wetter ist endlich angenehm, Leute. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie glücklich ich darüber bin. Gut, Leute, wir kriegen unsere Verstärkung. Das sind zwei Atompanzer. Die werde ich gleich mitnehmen in die Basis. Ganz genau. Hier sind die beiden Atompanzer. Gut, dann fahrt ihr mal bitte unten in die Ecke, weil ich möchte nicht, dass hier irgendein Unfall damit passiert. So, vorsichtig sein mit den Dingern. Die können wir nämlich mit einem Mal meine ganze Basis platt machen. Na toll. Der kann echt mit einem Mal hier den Bunker platt machen. Das ist unfassbar. So, Hubschrauber, kommt mal her, mach mal bitte diesen Sammler weg. Der geht mir auf die Nerven. Ja, kaputt machen das Zeug. Ah, das schaffen sie wieder nicht, ne? Das schaffen sie wieder ganz knapp nicht. Schade, Leute. Aber ist okay. Wenn er das nächste Mal kommt, ist er platt. So einfach ist das. Die Manneken kann ich mit dem Gummipanzer platt fahren eigentlich. Ja, warum eigentlich nicht? Die sind ja so schön schnell hier. Na ja, gut, dann fahr die platt. Die auch. Mach mal Wasser. So. Genau, Wassergeräusch hier. Oh, der Sammler. Ich stell dich schon mal da ab, die Hubschrauber, weil wenn der Sammler gleich kommen sollte, dann ist er direkt weg. So, lass ihn sammeln. So, und weg damit. Weg mit dem Sammler. Weg mit dem Sammler. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, der weicht den Raketen aus. Das ist gewieft, sag ich jetzt einfach mal. Aber ist schon in Ordnung. So, ich nehme jetzt mal den einen Gummipanzer hier und erkunde mal hier die Fläche für uns hier. Hier unten war ja, glaube ich, nicht viel, ne? Oh, da ist auf jeden Fall schon mal ein Panzer. Okay, interessant, Leute. Oh, das ruckelt ein bisschen. Das ist gerade interessant. Warum das jetzt ruckelt, aber ich schätze mal, dass es Avira ist. Wie bei Dune 2000 ja auch immer. Aber geht schon. Genau. Die geile Mucke. So, den Sammler jetzt. Mach den jetzt endlich mal weg hier. So. Und den Mammutpanzer am besten nochmal schwächen hier. So. Und der kaputt. Ein Scheiß da. So. Oh. Oh. Wer hat den Atompanzer platt gemacht, Leute? Verdammt. Die Atompanzer sind weg. Scheiße. Ach, die wollte ich eigentlich behalten, Leute. Eigentlich wollte ich die behalten. Na gut, aber das Tech-Zentrum, das werde ich jetzt nicht mehr brauchen, weil ich habe die Option des Krone-Panzers immer noch. Jo, warum soll ich dann ein Tech-Zentrum bauen, ne? Das bringt ja nichts. Ach, verdammt, ich wollte die eigentlich für die gegnerische Basis benutzen, aber ist ja... Kriegen wir auch so hin. Erstmal erkunden fahren. So, der Raketenwerfer, der schießt erstmal daneben. Ist schon mal gut. Der schafft den nämlich. Zack. Und den überfahren und den überfahren. Schön einmal Wasser ausschütten hier. Und einfach weiterbauen.
Oh, da habe ich eine Testerspule gehört, Leute. Da habe ich eine Testerspule gehört. Okay. Da steht der Mammutpanzer, den können die Hubschrauber mal versuchen platt zu machen. Ah, ich habe was festgestellt, und zwar, ich muss meine Sounds auf dem Headset, muss ich mal leiser machen, Leute. Es liegt daran, weil in den Aufnahmen hat man manchmal die Sounds doppelt gehört, und das möchte ich jetzt liebend gern vermeiden. Deshalb habe ich jetzt die Sounds auf dem Headset mal ein bisschen leiser gemacht hier. So, weg damit. Dem Drecksmammut. Ja, weitere Gummipanzer, bitte. Hier unten ist noch der nächste Sammler, ne? Ha. Aber der hat keine Kohlen mehr, der Russe. Der hat keine Kohlen mehr. Sehr, sehr gut. Oh, was ist, was geht denn hier ab? Hier kreischt irgendwo. Naja, gut. Egal. Oh, ach, du Heilige. Was ist denn da, was ist denn da draußen los? Oh mein Gott, Leute. Ich musste einmal ganz kurz hinhören, was das war, ey. Na, was versucht er denn da schon wieder? Sammler, komm mal her. Fahr die mal platt. Und die auch. Einfach platt fahren. Was ist daran so schwer so? Oh! Hier ist wieder voll. Ja, gut. Dann, Leute, Team 1 speichern. Mission 14. Add-on war das, glaube ich, ne? Einsatz gespeichert. Alles klar, die Hubschrauber machen diesen Panzer da hoffentlich weg. Dann würde ich nämlich mal von hier unten reingehen, weil da oben waren mir zu viele Tesla-Spulen da oben. Ey, mach doch weiter. So, Leute. Alles klar, da ist ein Mammutpanzer. Und da machen halt die Gummipanzer dann kaputt. So, Leute. Gummipanzer-Armee. Ja, die bringen einfach am meisten, finde ich. Ja, super. Hier unten ist auch eine Tesla-Spule. Ach, verdammt. Hier ist auch eine Tesla-Spule. Oh nein, Leute, ich hasse das. Verdammte Kacke. So. Hat der Flakstellung? Nein, hat er nicht. Sehr gut. Okay, dann einfach hier reinfahren, die Tesla-Spule da oben platt machen. Ah, er hat doch eine Flakstellung. Ah, nein. Ach, verdammt. Okay, zwei Hubschrauber nachbauen. Der Penner hat doch Flachs. Naja, gut, Leute. Kriegen wir schon hin. Mach den Sammler im Arsch hier. Zack, zack. Ach, meine Lieblingsgummipanzer, ey. Also wirklich. Das ist ja... Die sind so effektiv, ne? Schaut euch die an. Die sind so effektiv, ey. Ist unglaublich. Mannequin, kommt ihr mal mit? So, die kann ich nämlich auch gebrauchen für die Infanterie, die da nämlich immer rauskommt. Aber mach den kaputt. Ja, Leute. Dann haben wir die drittletzte Mission der Add-on-Kampagne bei den Alliierten schon fast geschafft. Und dann würde ich sagen, kommt die Russen-Kampagne immer näher, ne? Die kommt immer näher tatsächlich, ja. Ja, Leute. Einfach alles kaputt machen. Warum ruckelt das jetzt so hier? Boah. Selbst die Sounds ruckeln. Dann ist es schon was Heftiges, wenn die Sounds ruckeln, ja. Naja, gut. Egal. Bauhof platt machen. So. Raketensilo. Weg. Raketensilo. Wegmachen. Los. Wegmachen. Zack. Sehr gut, Leute. Und hier unten diese blöde Tesla-Spule wegmachen. Los, mach die kaputt. Oh, so. Da ist eine MiG platt machen. Die auch platt machen. So. Putz, kaputt. So, dann haben wir das hier. Ja, alles klar. Dann habe ich jetzt mein neues Team 2. Der kann sich mal reparieren. Und Team 1 kann bitte hier weiter. Ah, ne, mach mal die Sachen kaputt. Team 2 kann dann hier die Flugfelder planen. Ganz genau, Leute. Und ja, Leute, dann hoffe ich mal, dass es euch nach wie vor wieder gut geht. Ja, mir geht's sehr gut, weil ich halt hier weiter aufnehmen kann. Und das Wetter halt ein bisschen angenehmer geworden ist, ne? Ey, du in der Mitte.
kommen wir direkt mal hier auf die Werkstatt. So. Da unten ist noch eine U-Boot-Werft. Weg mit dem Scheiß. So, weg damit. Alle bitte drauf schießen, Mensch. So, alle kaputt machen da, los. Jo, dann haben wir die erste Basis schon platt. Das ist schon mal gut. Und dann haben wir das diesmal besser hingekriegt als beim letzten Mal tatsächlich. So, hier unten ist hoffentlich ein Durchgang zum Russen. Hier ist hoffentlich ein Durchgang. Nee, hier ist kein Shit. Das ist hier die blöde Tesla-Spule da. Ja gut, egal, dann ist das jetzt unser Vortrupp. Mach die kaputt, die Tesla-Spule. So, los, mach die weg. Und zack. Ja, dann haben wir diese Mission sogar fast schon in dieser Folge fertig, ne? Mach diese Drecksspule weg. Mach diese Drecks... Ach, Leute. Boah. Was ist das denn hier für ein Hubschrauber? So. Gut, alles klar, wir sind in der Basis drin. Dann erkunde ich das Ding mal. Hier ist das nächste Raketensilo. Reicht das dann vielleicht schon, wa? Wenn der Gummipanzer damit fertig ist, vielleicht ist die Mission dann schon geschafft. Ich würde sagen, ich speichere das Ding erstmal nochmal. Guckt euch das Raketensilo an, ey. Boah. Ist es das schon gewesen dann? Das war's schon. Alles klar, geil. Oh, sehr schön. Das waren nur 10 Minuten. Und wieder diese Cutscene. Die haben wir doch schon ein paar Mal gesehen. Aber gut, Leute. Da trinke ich dann mal ein Schlückchen Zitronenwasser. Ja, ganz genau. Wir besetzen wieder Moskau. Zum dritten Mal. Zum dritten Mal. Ja. So, haben wir's. Wir haben die drittletzte Mission hinter uns. Sehr gut. So, Bonusgalerie freischalten, abschließen, Licht aus. Alles klar, 243 Russen platt gemacht. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns erstmal nochmal die Bonusgalerie an, bevor hier... Krankenwagen. Bevor hier die Mission angespoilert wird. Es ist eine Schneemission. Festführung beendet. So, das Originallogo natürlich schmucklos. Originales Hintergrundfoto, das im Hauptmenü und für die Verpackung von Alarmstufe Rot verwendet wurde. Das ist ein echtes Foto, ne? Sieht so aus. Also irgendwie aus den Alpen oder so, ne? Krass, krass, Leute. Gut. Wir haben hier Gegenschlag. Wir haben hier... Ah, wir haben tatsächlich noch 3 Missionen. Okay. Bauernopfer. Alles klar, dann würde ich sagen. Schauen wir da mal rein. Wir haben den Sowjets ein paar falsche Informationen zugespielt, worauf sie eine Division in unser Territorium entsandt haben, um eine angebliche Fabrik für schwere Waffen zu zerstören. Diese Fabrik gibt es zwar nicht, aber das muss der Feind ja nicht wissen. Ja, das stimmt. Super Trick. Naja. Verteidige unsere Basisattrappe so lange, bis die Verstärkung eintrifft. Sobald die Verstärkung eingetroffen ist, zerstören sie die russische... Entschuldigung. Die sowjetische Radarstation, um deren Nachschubwege zu unterbrechen. Schalten Sie dann die verbliebenen Truppen aus. Einsatzzeit beginnt. Oh, das ist schon wieder so. Stützpunkt wird angegriffen. Das ist schon wieder so eine Mission, ne, Leute? Das ist schon wieder so eine Chronosphären-Mission hier. So, Tesla-Panzer da hinten. Mach den kaputt, los. So, Leute. Der will direkt auf meine Waffen fabriken. Verdammter Penner. So, weg machen. Was ist das denn da? Mach das mal kaputt. Puh, Leute. Alles klar. Panzer kann ich nicht bauen, warum auch immer. Okay, Leute. Ah, Minenleger. Das ist gut. Werde ich mal ein paar Minen dahin legen. So, leg die mal dahin. Zack. Mal wieder mit der geilen Playstation-Mucke hier. So, Minen. Sehr, sehr gut. Der kann bitte mal hier heilen. Setzt sich im Arsch. Und... Ja, das Minikin hier kann eigentlich mal da oben die Fässer platt schießen, ne? Ah, ne, dann komm, mach das. So. Alles klar, Leute.
Dann muss ich ja theoretisch meine Panzer beschützen, ne? Der setzt sich weiter im Arsch. Da ist Geld drin. Kriegen wir das? Kriegen wir das irgendwo her? Noch 20 Minuten. Wir kriegen tatsächlich die Kohle. Okay, das ist schon mal gut. Wir müssen unsere Basis also beschützen, Leute. Gut, dann lege ich noch mal ein paar Minen hin. Dass wenn er mit den Panzern versucht, uns hier zu verarschen, dass er da dann keine Chance hat. So, dann machen wir hier auch noch mal zu. Mit den Minen. Da ist ein Raketenwerfer. Okay. Ja, zack. Zack. Einfach die Minen weiterlegen. Wow. Wow, der Raketenwerfer. Ach du Heilige. Gut, Leute. Ja, die kriegt ihr schon kaputt hier. Ja, ja. Boah. Alter Schwede. Gut, Leute. Mache ich hier oben nochmal zu. Das ist ein Attrappenbauhof, Leute. Gibt nämlich auch Attrappengebäude, ja. Aber das hatte ich ja beim letzten Mal schon erwähnt. Glaube ich, oder? In Ordnung. Joa, ansonsten müssen wir eigentlich nur verteidigen hier, ne? Ja, einfach weiter Minen legen. Und hiernach dann alles platt machen halt, ne? Das ist, ja, genau. Viele Manneken, ey, was bin ich denn mit Manneken, Leute? Ganz ehrlich. Ah, wieder Geist. Oh nein! Nicht den Minenleger, um Gottes Willen. Nicht den Minenleger, Leute. Boah, der war. Das war knapp. So, Leute. Dann haben wir das. Puh. Okay. Das war schon übel. Aber das passt. Hier geiles Soundtrack, ey, wirklich. So, dann mach hier nochmal zu mit den Minen. Und zack. Und zack. So, Leute. Die Männchen kommen hier hin zur Verteidigung. Ja, Sir, in Ordnung. Die Panzer kann ich eigentlich hier oben gebrauchen, oder? Ja, das muss schon so passen, Leute. Das muss so passen. So, dann gucken wir mal, was jetzt noch in den letzten 11 Minuten so passiert. Da kommt er wieder mit 5 Männchen. Das mit dem Oh, ein Bomber! Ah, das ist eine Attrappe. Ah, ich verstehe, Leute. Das sind alles Attrappen. Ah, okay, jetzt verstehe ich auch, warum ich da keine Panzer bauen konnte. Das sind Attrappenwaffenfabriken. In Ordnung. Deshalb also. Na gut, na dann. Kann ich da noch hin? Probier mal. Ja, komm, ist egal. Was ist das? Panzermine. Ja, sehr gut. Was versucht er da schon? Tesla-Manneken. Oh mein Gott, Leute. Aber egal. Das haben wir hingekriegt hier. So, der Minenleger ist weg. So schade, Leute. Wow. Also langsam fängt er an zu nerven. Gut, Leute, einmal speichern, bitte. Mission, nein. Mission 15 Add-on, bitte. Zack. Alles klar, Leute. Oh, ich bin gerade gegen meinen HDMI-Eingang gekommen. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu irgendwelchen Irritationen führt hier. Nee, der hat doch den Mix da, ne? Moment. Der hat den Mixer, dann mache ich den schließlich ihm die jetzt ab. Ja. Das soll er weiter versuchen, hier angeschissen zu kommen. Ich stell die Männchen da ab und dann schießen die schön den Mix ab hier. Der setzt sich weiter im Arsch. Das ist schon mal gut. Achtung, noch. So, die Mix ist weg, Leute. Die Mix ist weg. Und ja, bin ich mal gespannt. Also ich kann ja schon mal ein bisschen erkunden, theoretisch, ne? Ich kann ja... Oh ne, das ist scheiße jetzt. Das ist jetzt richtig mies. Da kommt er noch mit seinen Maschinengewehrflugzeugen, ja.
Ja, toll. Zwei Raketenwerfer. Shit. Aber egal, das sind ja nur Attrappen. Noch 3 Minuten. Minigun, ey. So. Hör auf. Hör auf mit dem Scheiß. Blöder Russe, komm. Och, Mensch. Das kann doch nicht wahr sein. So. Schieß sie noch weiter ab hier. Verdammt. Noch 2 Minuten. 2 Minuten noch. Ja gut, das geht aber. Das geht. Ach, Mann. So, liebe Leute. Dann haben wir das. Sehr schön. Da ist wieder Geld drin gewesen. Uiuiui. Oh, das ist eine Brücke. Kaputt machen. So. Da kommt schon von da schon mal nichts mehr hoffentlich rein. So, wir haben es geschafft. Och, du Scheiße. Wir haben es geschafft. Ah, da kommen auch meine Verstärkungen. Oh, Atompanzer. Ja, hei, hei, hei. Okay. Nein. Kaputt machen. Oh. Na toll. Meine Attrappen, Mensch. Na gut, egal. Leute, wir können einen Bau aufbauen. Wir haben wieder unsere 2 Atompanzer. Oh, das ist mies jetzt. Das ist gemein jetzt. So, kaputt machen, los. Den kaputt. Verdammt nochmal. So, Leute, dann. Der bewegt sich so langsam, ne? Das ist unglaublich. Oh, 5 Manneken. Egal, ich habe Artillerie da stehen. Ja, natürlich. Gut, Leute. Ist das auch eine Attrappe? Nö. Hier. Osten? Alliierte Verstärkung. Was ist das denn? Der Orange, was ist das denn für einer? Hä? Leute, was ist los? Kann ich die bewegen? Nö. Lustig. Also, das war schon echt witzig hier jetzt gerade, ja. Gut, Leute, Raffinerie. So. Waffenfabrik. Panzer. Sehr gut, Leute. Das sieht doch schon besser aus. Ja, natürlich. Ah. Ja, noch mehr. Was ist. Was? Wir haben 2 Zerstörer da. Okay. Scheiß Tesla-Panzer. So, aber passt schon. Alles gut. So. Sehr, sehr gut, Leute. Der kann mal dahin. Boah, der nervt seinen scheiß Fliegern. So, alle abschießen, bitte. Mensch, Leute. So, den auf platt fahren, bitte. Nein. Okay, sehr gut. Puh, Leute. Wer greift hier wieder an? Ach, diese Drecks-Tesla-Panzer. Verdammt nochmal. Lass sie doch einfach in die Minen fahren. Uff. Verstärkung kommt im Nordosten an. Geldmittel unzureichend. Ja, okay. So. Ja, das schaffst du nicht. Ach du Scheiße. Wo kommen die denn her? Die Manneken. Ach du Scheiße, Leute. So, habe ich jetzt meinen 2. Sammler? Ja, ich habe ihn. Sehr, sehr gut. Helft mal bitte. Ach du heilige Leute. Ganz schön viel, was da hier auffährt. Aber noch haben wir's. Raketenwerfer. Blöder Penner. Wirklich. So, drauf schießen da los. Er schafft es natürlich nicht, ne? Ach, verdammt. Kampfpanzer, komm. Du hältst 2 Raketen aus. So. Ja. So, Leute. Dann einmal Großkraftwerk, bitte. Die Manneken einfach platt fahren. So. Einfach drüber fahren. Und dann kann man sich ja hoffentlich mal wieder hier so ein bisschen aufbauen, Mensch. Das ist ja wohl nicht wahr. Da kommt er wieder mit so Tesla-Manneken. Oh Mann, Leute. So, ja, das ist okay. Die Jeeps, die können sich ruhig opfern.
So, Radarzentrale. Dann die Schiffe noch mal ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Dann einmal Flak. Flaks brauche ich hier. Ganz dringend, Leute. Weil der nervt richtig mit seinen Fliegern. Schaut euch das an. So. Der nervt nämlich richtig mit dem Scheiß. So, das war's jetzt mit deinen Flugzeugen. So, das hier können wir verkaufen, weil der steht mitten in der Basis. Nein! Ach du Heilige, Leute. Ach du Heilige. So. Puh, die Atompanzer müssen unbedingt aus der Basis raus. Bevor hier ein Unglück passiert, ey. Da hat er wieder zwei Raketenwerfer, ne? Der Sack. Der Sack. So, weitere Flaks bauen, bitte. So. Ey, das ist doch... Das ist nicht wahr, Leute. Unser Stützpunkt wird angegriffen. So. Nein, Sammler zurück. Um Gottes Willen. Sammler zurück. Einheit verloren. Alter, das gibt's ja wohl nicht. Das ist mal ein Kampfpanzer. So. Der ballert da Seelenfrieden auf meine Flaks drauf los, ne? Ja. Komm. Verteidigung. Panzer. So. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Sehr gut. Haben wir es jetzt bald mal? Nee, der hat immer noch Tesla-Panzer. So. Da kommt er wieder mit den scheiß Fliegern. Wegmachen, los. Die geile Mucke hier. Fahr den doch einfach platt. Was ist denn daran so schwer? So. Meine Güte. Immer wieder kein Geld. Dafür habe ich jetzt drei neue Panzer. So, Leute. Nehme ich mal die Schiffe und erkunde noch mal ein bisschen. Ach du Scheiße. Oh Gott, die Panzer, die sind auf der falschen Seite. Och du Heilige. Ach du Scheiße. Ach du. Penny, wirklich. So. Radar nachbauen. Oh ja. Ich baue da gleich einen Bunker hin, wenn das so weitergeht. So, wer kämpft jetzt hier schon wieder? Ach, hier unten, okay. Konstruktion abgeschlossen. Radar nachbauen. So, Leute. Alles klar. Ja. Hammermission, ja. Hammermission, aber. Was macht der denn hier unten? Weg damit. So. Konstruktion abgeschlossen. Weitere Verteidigungsanlagen bauen, bitte. Bunker. So, dann haben wir noch zwei Minütchen. Ja, schieß die Raketenwerfer einfach ab. Los. Ein Mannequin. Dein Ernst. Weißt du was? Ich baue jetzt hier einen Bunker hin, ey. So. Damit der Scheiß mal aufhört. Ist ja nicht mehr wahr. Konstruktion abgeschlossen. So, Bunker, weiteren Bunker und dann noch einen Verteidigungsturm. Bestätigt. Konstruktion. Was? Was ist jetzt los? Hallo? Das ist ein Tesla-Panzer. Was? Mannequin. Mannequin hier. Ach du, was? Was? Warum das denn? Bin blöd? Na gut, egal. Artillerie kann das machen. So. Sehr cool, Leute. Da haben wir auch die erste Folge von dieser Aufnahmesession schon wieder im Kasten hier. So, Leute. Ach du Heilige. Sammler, komm mal rein hier. Oder sammeln wir hier unten. So, die beiden Atompanzer, die würde ich eigentlich ganz gerne nochmal einsetzen. Aber wo ist denn die Basis? Wo ist seine Basis, Leute? Das weiß ich nämlich jetzt nicht. Die möchte ich ganz gerne noch einsetzen vorm Folgenende. So, jetzt habe ich da einen Bunker stehen, Leute. Haha, jetzt habe ich da einen Bunker stehen, du Penner. So. Ui, 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 ui. Ah, schade, das ist, ich habe keine Ahnung, wo seine Basis ist, ne? Habe ich keine schnelle Einheit? Doch, den Jeep habe ich hier. Komm. Den Jeep habe ich. Tesla-Panzer wieder hier. Verdammte Scheiße. So. Ja, das geht aber. Da oben ist sie. Da oben ist sie, Leute. Alles klar, dann. LKWs, fahrt mal in die Basis rein, bitte. So.
Die würde ich nämlich ganz gerne echt noch einsetzen, bevor ich hier die Aufnahme beende. Gut, Leute, dann hoffe ich, dass euch das hier noch weiterhin gefällt. Command & Conquer Remastered. Na toll. Ja, obwohl. Die Tesla-Spule geht gleich kaputt. Ja, putz. Nein, noch nicht mal. Gut, das war sinnlos. Aber ist in Ordnung, Leute. Ah, diese fucking Tesla-Minikin. Verdammte Scheiße, die haben ihren Sammler geklaut, die Wichser. Wirklich. Oh, Tesla-Minikin, ey. Ich wollte eigentlich die Folge beenden, aber ich muss noch einen Sammler bauen. Verdammt. Immer kommt irgendwas, was mich hier daran hindert, die Folge zu beenden. Verdammte Kacke. So, haben wir es jetzt? Ja, wir haben es jetzt. Gut, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir noch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.